Im ersten Schritt zeichnest du ein Kreuz ein, anschließend unten eine nach unten geöffnete Kurve und oben eine nach oben geöffnete Kurve. Nun kannst du in der Mitte noch leicht die Mundöffnung einzeichnen. Dann geht es los mit dem Schattieren. Stell dir die obere und die untere Lippe als Schlauch vor, den du so schattieren musst, dass er rund wird. Deshalb zeichnest du jeweils oben und unten an der Lippe relativ dunkel, damit du diese Form erzeugen kannst. Dann kannst du alles mit einem Wattestäbchen verwischen. Außerdem wird die Lippe links und rechts in den Mundwinkeln deutlich dunkler. Schattiere und verwische auf diese Art mehrmals, bis alles dunkel genug ist, um anschließend die Lichtpunkte drauf zu radieren.